Murat Yilmaz kandidiert für die Linke für die Bundestagswahl als Direktkandidat in Köln-1. Das ist ein riesengroßer Wahlkreis, der von der nördlichen Kölner Altstadt bis nach Porz reicht. Ganz viele unterschiedliche Stadtviertel sind dabei: Kalk, Pfingst, aber auch Deutz, also auch Genau. ganz tolle Mischung eigentlich auch. Aber auch Porz-Finkenberg, also auch Problemviertel teilweise. Stellen Sie sich doch mal bitte unseren Lesern vor. Ja, erstmal herzlichen Dank. Mein Name ist Murat Yilmaz, bin 41 Jahre alt, bin vom Beruf IT-Berater, genauer gesagt im SAP-Bereich, SAP Business Intelligence-Bereich. Bin seit eigentlich 20 Jahren schon politisch immer aktiv gewesen. Seit 3 Jahren bin ich bei der Linken. Und ja, ich freue mich auf den Wahlkampf. Es ist wirklich ein sehr großer Wahlkreis, wie Sie es schon gesagt haben. Und das ist auch eine große Herausforderung. Und ja, es wird eine harte, aber auch eine schöne Zeit bestimmt werden. Wie kommt man denn als IT-Berater zur Linken? Also es ist meine politischen Interessen. Also ich bin für eine soziale Gerechtigkeit. Ich stehe für eine soziale Gerechtigkeit. Als im IT-Bereich ist es so, dass wir halt eigentlich jetzt vom Lohn her nicht jetzt so ein Problem haben, dass wir einen Lohn haben unter 12 Euro. Und ich finde das einfach ungerecht. Gerade läuft vieles schief, finde ich halt, wo ich der Ansicht bin, halt, dass man einfach eine Flagge zeigen muss. Und ich bin auch bereit, auch wenn ich dann natürlich mehr verdienen sollte, dass ich auch mehr abgebe. Und das ist auch für das Gleichgewicht der Gesellschaft und auch für den inneren Frieden der Gesellschaft wichtig, nach meiner Ansicht. Ich muss mal gerade was gucken, ob ich nicht eine Stufe noch höher muss, weil uns die Sonne jetzt so ins Gesicht eiert, sozusagen. Wir machen einfach weiter. Das ist nicht so schlimm. Soziale Gerechtigkeit, Ausgleich ist ja für europäische Städte auch wichtig, also gerade auch für Köln, wenn wir einmal nochmal auf Köln gucken, auch auf Ihren Wahlkreis, der ja sehr gemischt ist. Das hatte ich ja schon mal so ein bisschen. Wir haben mit Porz-Finkenberg, dem Demogebiet, auch ich nenne das jetzt mal Problemstadtteil, wobei so ist das eigentlich vielleicht auch gar nicht richtig formuliert, aber doch ein Stadtteil auch mit sozialen Problemen. In Porz wiederum auch gut bürgerliche Brücke, ein sehr gut bürgerlicher Stadtteil auch. Ist Ihnen das wichtig, dass es dann auch in den Stadtvierteln in Köln sozusagen durchmischt wird? Ja, definitiv. Wir sehen ja hier zurzeit eine Gentrifizierung halt, wo dann später auch solche Regionen, solche Viertel dann entstehen. Und dann sind das Problemfälle auf einmal. Es hat auch was, wie gesagt, auch mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun. Ja, viele dieser Regionen halt, da ist eine sehr hohe Arbeitslosenquote. Und das versuchen wir natürlich durch die Politik halt darauf aufmerksam zu machen, halt die Problemfälle der Bürgerinnen und Bürger einfach auszusprechen, sodass wir einfach, dass dort ein Ohr ist, dass man die auch hört, dass man dort was tut für die. Ja. Bundespolitik ist ja auch internationale Politik. Jetzt haben Sie, das weiß ich jetzt schon, sich für die Armenier und auch eine Armenien-Resolution gestartet, eine Online-Petition. Wäre das auch ein Steckenpferd für Sie, wenn Sie in den Bundestag kommen? Ja, das wurde ja schon durch den Bundestag jetzt auch jetzt verabschiedet. Das ist auch gut so. Ich freue mich auch sehr darüber. Aber natürlich, wir haben ja immer noch Probleme halt auch jetzt, dass es bei der Integration auch der Verständigung der Völker. Ja, also die Menschen leben hier, aber es gibt noch immer noch Diskrepanzen und es gibt noch sehr viel ja, Schwierigkeiten, sage ich mal so. Und ich hatte versucht gehabt halt mit diesem Online-Petition, aber auch mit der Gedenkveranstaltung in der Uni Köln, wo auch die kommunale Politik, der Oberbürgermeister sowie auch die Wissenschaft und aber auch 6 Diaspora-Verbände dort mit dabei waren, in Anführungszeichen auch Mittäter, die dort zu einer Verständigung, zu einer Lösungs halt Ansatz dann halt so den ersten Step gemacht haben. Und das ist gut so. Man muss sich verstehen und man muss sich die Hand reichen und man muss Zeit und Geduld mitbringen und versuchen halt für ein Miteinander zu wirken, für ein Miteinander Politik zu machen. Das gelingt aber ja nicht immer und nicht dauerhaft. Also gerade wenn man an den Türkei-Konflikt denkt, auch die Armenien-Resolution hat ja durchaus was bewirkt dort auch. Wie kann man das lösen? Gibt es dafür Ansätze oder haben Sie Ideen?
Also auch hier in Deutschland sozusagen, wo es ja auch um Integration geht, wo immer wieder die Diskussion auch aufschwingt zwischen Assimilation, Integration. Gibt es da Lösungsansätze, auch die die Linke verfolgt? Ja, also man kann sagen einfach, dass die Bundesregierung, die letzte Bundesregierung, man muss da auch echt wirklich die größten Zeitspannen nehmen von 20, 30, 40 Jahren, dass die eigentlich versagt hat. Ja, wir sehen, dass die Islamkonferenzen gemacht haben, dass die Integrationskonferenzen gemacht haben und Integrationspolitik halt. Aber im größten Teil ist die Integrationspolitik gewissermaßen mit der Außenpolitik irgendwie verknüpft. Wir sehen, dass der Arm von Erdogan heute bis nach Deutschland reichen kann, indem zum Beispiel sogar Kurden kriminalisiert werden. Und das stellt sich jetzt die Frage, ja, wie kann es sein, dass so ein Herr Erdogan so eine große Macht hat, hier auch politisch was umzusetzen. Und die Bundesregierung müsste erstmal aufrichtig sein. Sie müsste erstmal diese unmoralischen Flüchtlingsdienst erstmal beenden. Und die sollen definitiv mit der Türkei in Dialog sein. Das ist wichtig, dafür werbe ich auch, aber es sollte dann ein aufrichtiger Dialog sein und man müsste diese Problemfälle ansprechen. Und es kann nicht sein, dass man hier nur nach Bündnisfälle Interessenkonflikte verfolgt und dann alles andere an die Seite kehrt. Und das kann nicht sein. Und da, so würde die Integrationspolitik scheitern, weil sie dann eine einseitige Politik verfolgen und zu alles Ja und Amen sagen, halt, wenn Erdogan dort aufspringt. Nochmal zurück zu Armenien. Historisch, also die Aufarbeitung hat ja ewig gedauert. Ist das auch immer sozusagen ein Problemfall, dass Aufarbeitung zu lange dauert, dass das zeitnah ja passieren müsste, also in den Generationen, wo auch das Unrecht geschehen ist? Also wenn man auch mal ein bisschen an Deutschland zurückdenkt, wir haben ja auch ein großes Aufarbeitungspotenzial, immer noch auch aus der Nazizeit auch, muss das nicht intensiviert werden, dann auch im Dialog? Ja, definitiv. Ja, da spielt wiederum die Außenpolitik eine Rolle. Man schweigt wegen Bündnisfälle. Ja, man schweigt 100 Jahre. Man stellt sich die Frage, warum schweigt man 100 Jahre? Man kann die Archive öffnen. Ja, und dann sollten die Wissenschaftler das erstmal analysieren. Ist das ein Genozid oder ist das kein Genozid? Und ja, warum haben sie so lange geschwiegen? Warum haben sie die Archive nicht geöffnet? Warum ist das so? Ja, also es ist auch irgendwie sehr, sehr heuchlerisch gewissermaßen, ja, dass man 100 Jahre schweigt, einen das auf die Warteschleife setzt, bis irgendwann man sagt halt, ja, okay, jetzt ändert sich in der Türkei auch was, sag ich mal politisch, halt, da ist eine sehr große Opposition mit der HDP. Ich hoffe, dass die irgendwann auch, dass die CHP halt, die sich sozialdemokratisch nennen, die aber zu starke nationalistische Einflüsse noch haben, wo sie den Erdogan dort nicht dann halt die Barriere zeigen können. Ja, das ist noch ein großer Problem, weil wir sehen, dass dieses Land in eine Diktatur umgewandelt wird gerade. Und das ist eine Gefahr. Ja, auch eine Gefahr. Und dieses reflektiert natürlich dann auch nach Deutschland, weil wir haben hier über 3,5 Millionen Menschen, die ihre zweite Heimat halt in der Türkei, sag ich mal, in der kurdischen Region, in Kurdistan und in anderen Regionen dort haben. Und das beeinflusst einfach einen. Man kann nicht sagen, einfach, ich schaue weg und ich lebe jetzt hier in Deutschland und das ist jetzt gut so, ich bin in Sicherheit. Und ja, ich schweige mal dort, aber das kann nicht sein. Wir sind für eine Friedenspolitik zwischen Türken und Kurden und aber auch allen anderen Völkern. Und das muss gefördert werden. Wie sieht das denn mit dem Wahlrecht aus? Das ist ja auch eine spannende Frage, wenn man über Integration spricht. Bei der Bundestagswahl dürfen ja nur sozusagen Biodeutsche wählen oder die sich beschlossen haben, Biodeutsch zu werden, qua Amt. Fordern Sie da auch eine Öffnung? Ja, definitiv. Also das kann ja nicht sein, dass Menschen hier seit 30, 40 Jahren leben, dass sie kein Wahlrecht haben. Wo gibt es denn sowas irgendwie? Also das ist echt, also für mich ist das ein Unding. Ja, also wenn man müsste darüber überlegen, wann dieses Wahlrecht eintreten kann oder darf, ab wie vielen Jahren. Aber wenn jemand schon seit über 10, 15 oder 20 Jahren hier lebt, ist ein Teil dieser Gesellschaft, zahlt hier Steuern, ja, und hat seine Familie hier. Es kann es doch nicht sein, dass man dort nicht wählen darf. Und es geht dort um ein Papier, ob der ein deutscher oder türkischer Staatsangehörigkeit ist oder keine Ahnung, eine andere Nationalität hat. Ich finde das ein Unding. Also Sie sind für eine Öffnung. Definitiv bin ich für eine Öffnung. Und da müsste man dann schauen, ab was für einen Zeitrahmen, ob ab sofort halt, aber das müsste man dann halt diskutieren und schauen. Würde das auch die Gefühlslage
in der Community, ich nenne das jetzt mal Community, verändern? Ja, definitiv. Erstmal, man hat ein Recht, wählen zu gehen. Man wird dann auch wahrgenommen. Man sagt, ja, ich werde auch wahrgenommen, ich habe auch eine Stimme und ich darf wählen. Also die haben zurzeit kein Stimmrecht. Die dürfen nicht mitgestalten. Die sind sozusagen, sie machen ihre Pflicht oder sie gehen ihrer Arbeit nach. Aber alles andere wird dann nicht gefragt. Also das ist auch so, wie gesagt, also mit dieser Integrationspolitik, was ich total eigentlich sehr fatal und heuchlerisch finde, ist die andere Sache halt auch dieses Mitspracherecht haben. Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft und in der Demokratie ist Mitspracherecht ein wichtiges Kriterium. Das war Murat Yilmaz, Direktkandidat für die Linke, Köln 1, von der Kölner Altstadt Nord bis nach Porz. Großes Gebiet, gemischtes Gebiet. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen vielmals.